Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones. Wir stehen hier im Thronsaal von Königsmund, wo wir vorm eisernen Thron stehen, der mittelmäßig gut texturiert wurde. Aber psst, weiß ja keiner. Hier können wir irgendwas abgrapschen. Westeros Archiv enthält den Eintrag Aegon der Erste, Aegon Targaryen der Erste. Siegel der Erkenntnis, ja, das kennen wir ja, das ist ein reiner Verkaufsgegenstand. Hi, wie geht's dir so? Ich finde deine Rüstung cool, die hätte ich auch gerne. Aber ich glaube nicht, dass ich die so einfach bekomme. Man sagt, er habe die magischen Künste studiert. Das sind nur wieder so komische Leute, die sich in einen Schrott unterhalten. Und da ist Valar. Was machst du hier? Du solltest im Kerker verrotten. Das habe ich in der Tat befürchtet. Aber das Licht Rolors hat mich aus dem Verlies herausgeführt. Ser Valar, die Königin erwartet euch. Wir werden uns wiedersehen, Alistair. Eher als du denkst. Was für eine kryptische Aussage. Oh, Kapitelwechsel. Hätte ich letzte Folge auch noch machen können, naja. Kapitel 5, Mors. Heute. Die Jagd auf Poddy endete für diesen tödlich und nachdem ihr eure Mission erfolgreich abgeschlossen hattet, kehrtet ihr schließlich zur Schwarzen Festung zurück und entschiedet euch langsamer vorzulesen, damit die Zuschauer euch besser folgen können. Dort erwarten euch Gesandte von Jon Arryn, der Hand des Königs. 15 Jahre waren vergangen, seit ihr bei Roberts Rebellion an seiner Seite gekämpft hattet. Ihr dachtet, ihr hättet eure Vergangenheit lange hinter euch gelassen, aber nun schickt er Godric Dornhal, einen seiner treu ergebensten Ritter, um eure Hilfe bei einer wichtigen Angelegenheit zu erbitten. Eine junge Frau, die Jon Arryn beschützt wissen will, scheint in großer Gefahr zu sein. Ihr solltet sie finden und an einen sicheren Ort bringen. Und wenn es sich genau, um wen es sich genau handelt und weswegen sie in Gefahr ist, behielt die Hand des Königs allerdings für sich. Da ihr ihm euer Leben zu verdanken habt, beschließt ihr, ihm mit der Erlaubnis von Jeor Mormont bei dieser Mission zu helfen. Gerade als ihr aufbrechen wollt, um diese mysteriöse Frau zu finden, erreichen euch verstörende Neuigkeiten. Euer alter Freund Jon Arryn ist verstorben. Ja. Damit hat ja das letzte Mors-Kapitel geendet und ich bin mal still. Arryn ist einfach so tot. Ich fürchte leider, dass es wahr ist. Das königliche Siegel war noch intakt, als der Rabe ankam. Das würde bedeuten, dass er kurz nach meiner Abreise aus Königsmund starb. Ich werde zu den Sieben beten, dass seine Seele das Willkommen erhält, das sie verdient. Er war ein großer Mann. In seinem Brief erwähnte er, dass er sich vor den Leuten in seiner Umgebung in Acht nahm. Er fürchtete um sein Leben und sprach über Feinde des Reichs, die sich darauf vorbereiteten, zuzuschlagen. Ein beunruhigender Zufall. Ich wette, das hat etwas mit der jungen Frau zu tun. Wer weiß, auf jeden Fall muss er sie als sehr wichtig erachtet haben. Wollt ihr noch immer eure Mission erfüllen, Ser Dornhal? Ja, ich werde den letzten Wunsch meines Lords nicht ignorieren. Ich muss seine Befehle ausführen und einen sicheren Ort für die junge Frau finden. Da wir jetzt eine Ahnung haben, wo sie zu finden ist, wollen wir euch nicht länger aufhalten. Ihr unterschätzt die Tunnel von Mulwarft. Sie sind für Neulinge ein ziemliches Labyrinth. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ich fände es auch besser, wenn jemand von uns euch begleitet. Ich wüsste gern, was in der Schenkung vor sich geht. In Ordnung. Eine Gruppe meiner Männer wartet südlich der Schwarzen Festung, auf dem Weg Richtung Mulwarft. Ich hoffe, ich kann mich mit ihnen treffen und ein paar Neuigkeiten erfahren, bevor wir weiterziehen. Mein Leutnant Jared wird meine Männer von unserer Ankunft unterrichtet haben. Ich verlasse mich auf dich, Mors. Erstatte mir Bericht, wenn du deine Mission erfüllt hast. Wir brechen sofort auf. Ich muss nur noch eine letzte Sache klären. Wie ihr wünscht, Ser. Theomar, Drick, Bayon. Ich werde Ser Dornhal nach Mulwarft begleiten. Dein Lager ist ganz in der Nähe. Ich verlasse mich darauf, dass ihr euch so schnell wie möglich dorthin begebt. Ihr müsst sicherstellen, dass der Frieden in der Schenkung gewahrt wird.
In Ordnung, Moos. Reiten wir los, Seer. Es ist ein weiter Weg nach Mulwarft. Ich folge euch. Was für eine Stimme hatte der Typ denn da gerade? Die Schöne und das Biest begleitet Sir Godrek nach Mulwarft und hilft ihm, die Frau zu finden, die Jon Arryn beschützen wollte. Nichts leichter als das. Brief von Garvin habe ich verloren. Eintrag im Archiv Mulwarft. Ja, wollte ja mal eine Lesefolge machen, ne? Mal sehen, wann die kommt. Kann ich hier eigentlich irgendwas erschnuppern? Bin ja noch nie mit dem Hund rumgelaufen. So. Hallo, Rabe. Möchte ich ärgern? Nee. Wie ging das denn nochmal mit Alt? Okay, ja. Nee, aber ich glaube, hier ist nix. Ich habe jetzt keine Lust, alles abzusuchen. Haben wir eigentlich irgendwie Dingens in unserer Truppe? Sir Godrek sieht nicht danach aus. Ich kann auch nicht zu ihm rüber wechseln. Was ist das für ein lilaner Punkt? Achso, das ist nur Dingens. Was ist denn da unten? Für die Hauptquest Relevantes. Achso, das ist auch einfach ein Ausgang. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch einfach. Sollen wir mal eben... Nee. Oder doch, komm. Ich gehe nochmal eben in die Versammlungshalle. Bevor ich da irgendeine Nebenquest übersehe. Das fände ich nämlich nicht so schön. Komme ich hier rein? Da, Versammlungshalle. Denkt daran, die Fertigkeiten eurer Gegner zu unterbrechen und die effektivste Waffe gegen ihre Rüstung zu wählen. Ja, ich werde versuchen, dran zu denken. Aber ich glaube, mit Morse habe ich überhaupt keine Attacke, die irgendwie unterbrechen kann. Mit Alice habe ich, glaube ich, vor kurzem eine gelernt, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Du bietest mir auch nichts Neues an, oder? Messer. Das ist natürlich geiler, wie man... Arkus, oder wie das heißt. Streitaxt. Nee, das sieht alles noch sehr alt aus. Ist hier irgendwer, mit dem ich reden kann? Irgendwie könnte bestimmt mit Walter reden, aber Walter hat überhaupt nichts Nützliches für mich, glaube ich, zumal ich ja diese komische Krähe, die irritiert mich. Wie hier? Hier ist noch so ein weiterer Ausgang. Ja, mit Walter ist nichts los. Er ist doch Walter, oder? Ja. Brauche ich nicht mit sprechen. Ich habe nämlich bis jetzt keine Statue gefunden. Ich glaube, es ist... Ich denke, ich habe schon... Was? Wo, Morse, wo gehst du hin? Du solltest rausgehen. Ich wette mal, ich habe bestimmt schon mal irgendwelche vergessen. Seht euch in eurer Umgebung genau um. Morse Hund kann selbst durch enge Durchgänge gelangen. Ja, irgendwie finde ich das mit dem Hund nicht ganz so cool, dass man den irgendwie auch noch steuern muss. Niemand ist frei, nur Kinder und Narren sehen das anders. Tywin Lannister, der das x-beliebigste Zitat von dem, das man hier findet. So. Ich weiß nicht, das hätte man auch rauslassen können, diese Spurensuchsache. Ich hoffe, das wird nicht allzu sehr überhand nehmen, weil ich fand das nicht so interessant. So hast du dann da so einen Geruchsschwaden und folgst dem. Wow, wundervoll. Auf nach Mulwarft. Lieber das Spiel an sich verhöhnen, als spielen und verlieren. Jenna Lannister? Oder Jenna? Jenna? Hä, wer ist das denn? Hä? Wer ist denn die Frau? Mit euren zwei Waffenzeps habt ihr die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Arten von Schaden zu kombinieren. Wer die Frau gibt's nur in den Büchern. Jon Arryn. Tot. Ich kann es noch immer nicht glauben. Dieser schlaue alte Fuchs war härter als valyrischer Stahl. Ja, das sind traurige Nachrichten. Aber das wird mich nicht daran hindern, die Mission auszuführen, mit der er mich betraut hat. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Meine Männer haben hier in der Gegend ihr Lager aufgeschlagen. Apropos Bücher. Ich habe mir mittlerweile die ersten zwei Bände geholt von Game of Thrones, also das Lied von Eis und Feuer. Weil ich endlich auch mal die Bücher lesen wollte. Vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon damit angefangen. Ich nehme ja hier schon fast einen Monat im Voraus auf. Deswegen, ja. Mal schauen, wie viele Unterschiede zur Serie ich dabei feststelle.
So, aber wir sind hier weder im Buch noch in der Serie, sondern beim Spiel. Hallo, wer bist du? Hallo? Redest du nicht mit mir? Okay. Keiner interessiert sich für uns, doch Robert. Was für ein bescheuerter Name. Sir Donhall, lief in der Schwarzen Festung alles gut? Alles ist in Ordnung. Wie wir gehofft hatten, die Nachtwache ist hier, um uns zu helfen. Ich habe Sir Westford das Sendschreiben gegeben. Er weiß, wo die Frau zu finden ist. Was geht hier vor sich? Erstatte Bericht. Wir konnten hier ein paar Männer positionieren und das Gebiet erkunden. Die Region scheint sicher zu sein. Wir befinden uns im Territorium der Nachtwache. Das Gebiet ist natürlich gut geschützt. Natürlich, Milord. Jared ist dort entlang. Er hat ein paar Männer mitgenommen, um das Dorf südlich von hier zu erkunden. Dazu habe ich keine Erlaubnis erteilt. Jared vergisst, wer hier die Befehle gibt. Ich werde ihn daran erinnern, zu gegebener Zeit. Setzen wir unsere Reise fort, Sir Westford. Begeben wir uns nach Mulwarft. Dort finden wir Jared wahrscheinlich. Robert, ihr bleibt hier und wartet auf meine Rückkehr. Zu Befehl, Sir. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber müssen die hier alles so übertrieben verdeutscht aussprechen? Jared klingt doch voll doof. Ich hätte den Jared ausgesprochen. Klingt nur halb so. Ja. Scheiße. Soll ich das Gebiet da unten erkunden? Bis jetzt hat das noch nie irgendwas gebracht, die Gebiete zu erkunden. Aber ich werde es mal machen. Wenn ich einfach so tue, als würde ich ein normales RPG spielen und nicht eins, was eigentlich nur, keine Ahnung, ein Fanspiel ist. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Kiste. Mit 7 Silber. Man findet immer nur Silber. Man findet nie irgendwelche Items. Irgendwie so Heilsachen oder so. So. Warte. Hundi, kannst doch da durch. Aber bringt mir das was? Warte, Alt muss ich drücken. Das bringt mir ja gar nicht. Ja, dann, Hundi. Ist mir egal. So. Ach, jetzt haben wir ja schon wieder alles erkundet. Das sieht auf der Karte immer so viel aus. Mit dem Spiel ist es dann so wenig. Aber ich hasse Schneegebiete. In Schneegebieten sieht man nie richtig, wo man lang geht. Jetzt aber, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? Könnte ich mal bitte wieder hier rausfinden? Wäre das möglich? So, danke. Meine Güte. Zu dumm zum Laufen. Also ich und Mors. Oh, und die Minikarte. Ich sag's nochmal, die Minikarte bringt gar nichts. Ich sehe auf der Minikarte keine Wege. Ich sehe einfach null. Das ist einfach immer dieselbe sinnlose Anordnung an Kacheln in jedem Gebiet und sie bringt einfach nichts. Ich muss immer auf die Karte gucken, um mich irgendwie orientieren zu können. Doch richtig dumm gemacht, sonst ist es auch nur eine Sackgasse. So, schön, dass wir das geklärt haben. Dieses rollige Frauenzimmer ist dem Ruf der Dornischen wirklich gerecht geworden. Aha, deine Ausführungen über Frauenzimmer möchte ich überhaupt nicht hören. Deswegen lasse ich dich einfach da stehen. Begebe mich Richtung Mulwarft. Wo geht's hier lang? Okay. Wieso macht man sich die Arbeit, so ein großes Gebiet zu erstellen? Und dann packt man einfach nichts da rein, was es irgendwie lebendig machen würde. Irgendwie Tiere oder so. Keine Ahnung. So wie in jedem anderen Rollenspiel. Das ist zwar nicht immer so logisch, wenn man einfach mal so von Tieren überfallen wird, weil die meisten sich eh eher von Menschen fernhalten. Das trägt einfach mal zur Spielatmosphäre bei. Oder das hier. Warum stellt man eine Kiste dahin, die absolut nicht anwählbar ist? Was soll denn das? Hat doch keinen Sinn. Oh. Kann ich hier nicht her? Mann. Bin ich jetzt wegen der Sackgasse dahin gelaufen oder was? Dann muss ich irgendwie mit dem Hund an der Truhe schnuppern, der sagt mir dann, da ist was drin. Nee. Ja, ganz toll.
Diese Folge ist gerade auf den Gipfel der Produktivität angelangt. Wo bin ich mich jetzt? Bin ich irgendwie hier gelandet? Na, ganz toll. Komm immer dem Pfeil nach, ey. Wieso soll ich Gebiete erkunden, in denen nichts ist? Oh, wir haben mal was. Klar, in so einem Hirsch ist ein Archiv. Enthält den Eintrag Schattenwölfe. Oh, Schattenwölfe sind so cool. Ich hab die in der Serie geliebt. Aber wie ihr wisst, liebe ich Wölfe generell, also kein Wunder. Dieses Siegel wird von den Mesern der Zitadelle... Warum lese ich das vor? Das hatten wir doch schon ein paar Mal. So, irgendwie bin ich auch gerade nicht so der geistigen Höhe. Das Spiel macht mich dumm. Nein, ich glaube, das bin ich von vornherein. So. Mein Gott, diese Folge ist gerade echt so für die Tonne. Ich weiß nicht, wen ihr meint. Ich schwöre es. Hallo? Du weißt doch etwas. Spuck's aus, bevor ich dir die Zähne einschlage. Bitte, ich flehe euch an. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich schwöre es. Ich bin nur ein einfacher reisender Händler. Genug, Jared. Was? Ach, ihr seid es. Sehr gut, Rick. Dieser Bauer weigert sich, meine Fragen zu beantworten. Lass ihn zufrieden. Du da, du kannst gehen. Natürlich, Milord. Vielen Dank. Ich war noch nicht fertig mit ihm. Doch, warst du. Niemand quält die Menschen der Schenkung ohne guten Grund. Und was willst du tun? Mich hängen, wie du es mit meinem Bruder getan hast? Versuch es doch. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Spaß. Also, ganz ehrlich, komm her, wenn du dich traust. Sollen wir mal so richtig bitchig sein? So, er verdient meine Aufmerksamkeit nicht. Sind wir mal immer so. Sehr gut, Rick. Bringt euren Narren zum Schweigen. Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Hast du gehört, was er sagt, Jared? Wenn ich deine Hilfe gewollt hätte, hätte ich darum gebeten. Dein Verhalten ist schmachvoll. Aber... Ruhe! Begib dich zurück ins Lager und warte dort auf mich. Sir Westford, sein Verhalten ist unverzeihlich. Ich bitte untertänigst um Entschuldigung. Stellt nur sicher, dass er uns nicht aufhält. Ich behalte ihn im Auge. Wie wollt ihr die Frau finden? John Arryns Brief erwähnt die Huren im Bordell. Dort fangen wir an. Glaubt ihr, sie werden reden? Die Nachtwache hat hier das Sagen. Ich hatte schon ein paar Mal mit der Bordellbesitzerin zu tun, als eingeschworene Brüder zu ihrem Etablissement fanden. Wenn sie etwas weiß, finde ich es heraus. Das Dorf sieht winzig aus. Das haben wir im Nu durchkämmt. Lasst euch davon nicht täuschen. Mulwarft ist viel größer, als es aussieht. Mehr als 3/4 der Stadt befinden sich unter der Erde. Die unterirdischen Tunnel wurden von mehreren Generationen gegraben. Unter der Erde sind die Bewohner vor der Kälte geschützt. Und inmitten der Tunnel befindet sich das Bordell. Ich bin sicher, dass wir die Frau dort finden. So viel war aus dem Brief zu erkennen. Ich verstehe. Also hält sie sich unter den Huren versteckt. Nur wenige würden dort nach ihr suchen. Lord John Arryn war ein gewissenhafter Mann. Ja. Sucht in Mulwarf nach der jungen Frau. Ist nicht so, als wären die meisten Huren irgendwie junge Frauen. Ich hab gar nichts gesagt. Komm mit uns. So, ihr unter... Im Süden findest du Arbeit. Hier naja. Besprecht mal eure Fluchtpläne. Da sehen wir eine rote Laterne. Natürlich auf den Puffhinweis. Ob was denn sonst? Tunnel von Mulwarf. Nee, sie weist auf gar nichts hin. Nur auf die Tunnel. Und was? Was Interessantes hier? Nö. Gehen wir mal runter. Also das, da hätte man sich in dem Spiel, finde ich, meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Mühe machen können, die Orte ein bisschen mehr auszuschmücken. Die nicht so leblos zu lassen. Ich finde die Orte hier ziemlich leblos. Weil, ja, kann irgendwie nichts finden. Und, ja, insgesamt alles ist irgendwie so ein bisschen zu still geraten, sagen wir es mal so. Trotz der Gespräche der Leute hier um die Ecke finde ich es halt trotzdem sehr eintönig. Nur meine Meinung. So,
Let's talk to the Hures. Das war perfektes Englisch. Sibyl. Sibyl spricht man das aus, ne? Oder Sibelle. Na, wenn das nicht der große Mos Westford ist, der Held der schwarzen Festung. Was kann ich für dich tun, mein Hübscher? Warum begleitest du mich nicht in meine Gemächer und ich zeige dir, was eine gute Frau drauf hat? An dem Tag, an dem die Mauer einstürzt, denke ich über dein Angebot nach. Charmant wie immer. Also, warum bist du hier? Willst du deine verloren gegangenen Krähen nach Hause bringen? Walter hat einen neuen Jungen angeschleppt. Ich glaube, sein Name ist Patrick. Sie sind hinten. Tu mit ihnen, was du willst. Aber keine Schlägereien in meinem Etablissement. Nein, ich bin nicht zum Vergnügen hier. Ich suche nach einer jungen Frau. Dann bist du aus demselben Grund hier wie jeder andere. Was hättest du denn gern? Blond, braun, Tänzerin? Ein Mädchen, das geschickt mit der Zunge ist? Ach ja, ich find's schön, wie dieses Spiel wirklich nur zwei weibliche Synchronsprecher hat. Eine für die jüngeren Rollen und eine für die älteren Rollen. Grandios. Und halt die Stimme von Cersei, aber die zählt nicht, weil die einfach nur... weil deshalb die Serienstimme ist und die übernommen haben. Wie, ich muss mehr erfahren über die Tänzerinnen und die Mädchen mit der geschickten Zunge? Nicht um den heißen Brei herumreden. Ich suche nach einer neuen. Keine Hure. Nur ein Mädchen aus dem Süden. Ein Mädchen aus dem Süden? Ich strebe danach, etwas für jeden Geschmack hier zu haben. Aber Mädchen aus dem Süden? Nein. Warum versuchst du es nicht mit Alice und Birena? Sie sind Zwillinge. Unsere Kunden lieben sie. Und da du Neukunde bist, gebe ich dir Rabatt. Na, was sagst du? Genug davon, Sibel. Ich weiß, dass die Frau nach Mulwaft geschickt wurde. Und ich bin mir sicher, dass du weißt, wo sie sich versteckt. Du bist verrückt, Mors. Wenn du nicht wegen meines Biers oder meiner Mädchen hier bist, muss ich dich bitten zu gehen. Ey, wenn die weiterhin alles so verdeutscht aussprechen, stelle ich die Stimmen auf Englisch. Aber ich weiß nicht, ob das für alle so okay ist, deswegen lasse ich es erstmal auf Deutsch, auch wenn ich hier teilweise richtige Krämpfe bekomme. Allein weil die Stimmen schrecklich sind und dann auch noch so die Aussprache. Komm. Frau, reden wir ihr gut zu. Hör zu, Sibel. Die Frau ist in großer Gefahr. Ich glaube, dass die Männer, die sie verfolgen, in den Tod der Hand des Königs verwickelt waren. Die Hand des Königs wurde ermordet? Mors, du erlaubst dir einen Scherz mit mir. Wann habe ich jemals Scherze gemacht? Wenn diese Leute mächtig genug waren, die Hand des Königs umzubringen, dürfte es für sie nicht schwer sein, sie hier aufzuspüren. Nun gut, was würdest du mit ihr tun, wenn du sie findest? Die Hand des Königs wollte, dass die Frau beschützt wird. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass das geschieht. Ich bin mir sicher, dass ich sie besser beschützen kann, als es du und deine Mädchen können. In Ordnung. Ich weiß, dass du ein Mann von Ehre bist. Ich hoffe, ich bereue diese Entscheidung nicht. Der Name der Frau ist Jenna Graustein. Sie versteckt sich hier schon seit geraumer Weile. Danke für dein Vertrauen, Sibel. Also, wo ist die Frau? Sie ist unten in einem meiner Zimmer. Geh die Treppe hinunter, dann links und die letzte Tür rechts. Aber wage es nicht, ihr etwas anzutun. Keine Sorge, ich bin hier, um sie zu beschützen. Danke für deine Hilfe. Jenna Graustein, Prinz der Godric Dornhaar, zur Jungfrau im unterirdischen Teil von Mulwarp. In meinem Schloss ist genug Platz für euch alle. Warte, ich hab den nicht im Gepäck, doch da. Ich dachte schon, ihr müsst jetzt wieder zurücklaufen und den holen. Das wäre ein bisschen dumm gewesen. So, ja, die Frau hat auch wieder ein wenig an ihren Klamotten gespart. Ein Händler? Maulesel? So. Verkauft was? Davos. Was? Davos Seewärts Handschuhe? Cool. Fähigkeit eines Beutebonuses. Ja, natürlich sind die mir viel zu teuer, auch wenn ich Davos Seewert sehr mag. Und ich habe immer Probleme mit den Nachnamen von denen. Ich weiß auch nicht wieso. Sirio Forels. Oh, wer ist das denn nochmal? Den Namen kenne ich auch. Besetzte Lederrüstung, Lord Stahl Kettenhemd. Ist zwar alles ganz nett, aber ich kann mir das alles nicht leisten. Haha. Henkersachs. Kann ich mal verkaufen. Wer braucht denn die?
Gorns Axt. Einfacher abgenutzte Dolch. Klinge der Wildklinge. Weg damit. Oh. Ja, die Folge ist vorbei. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Game of Thrones. Und bis dahin, macht's gut.